wir sind hier auf der Premiere von Rico Oskar und der Diebstahlstein. Die dürft ihr nicht verpassen. Genau. Ich bin ganz aufgeregt, aber natürlich auch ein bisschen traurig. Werde die vermissen, die beiden Hasen. Ich freue mich total, alle wiederzusehen, dass wir diese Filme gemacht haben. Das ist einfach ein großes Glück. Aber natürlich ist es schade, dass es jetzt vorbei ist. Ein Abschluss ist immer auch ein Abschluss, aber kommt was Neues wieder, ne? Ostsee hat schon seinen Beitrag geleistet. So. Wir haben uns gefreut, dass wir mal auf Reisen gehen, alle zusammen. Der Wind, die Sonne, lustige Hunde, Weltklasse-Kinder. Die sind so super easy und normal. Die zwei Jungs sind großartig. Man liebt die einfach. Das ist eine große Ehre, in die Familie aufgenommen worden zu sein. Merke auf dem Boden bleiben und nicht arrogant werden. Mit dicken Hunden nicht mehr zusammenspielen. Die Welt ist zusammen schöner. Nicht vergessen. Bald kommt hoffentlich der Sommer. Es war die geilste Erfahrung meines Lebens. Bei Rico Oskar hatten wir ein Spitzenteam vor und hinter der Kamera. Ich merke, es lohnt sich immer wieder, einen Kinderfilm zu machen. Viel Liebe im Detail, sehr schöne Ideen, eine schöne Geschichte. Strand, Sonne, Spaß und viel Spannung. Muss man gesehen haben. Plan A, rein ins Haus, Steine suchen. Und was ist eigentlich Plan B? Schreien und weglaufen. Hat's euch gefallen? Also, er gehört zu den besten Filmen, die ich gesehen habe. Weil er spannend war, was für die Kleinen und für die Großen. Super! Tolle Jungs. Ist eine Mischung aus allem, was uns so als Eltern ja selber auch bewegt. Weil er einfach lustig ist für Erwachsene und für Kinder. Er ist sehr liebevoll gemacht für Kinder, tolle Bilder, sie spielen alle fantastisch. Er war unglaublich, klasse.